Das Denkmal des russischen Zaren, Peters des Großen, in der Stadt, die von ihm gegründet wurde, in St. Petersburg, dem heutigen Leningrad. Der Zar nannte die Hafenstadt Russlands Fenster nach Europa. Bert Lancaster zitiert aus der Geschichte Leningrads. Die Stadt war 1917 der Ausgangspunkt der Oktoberrevolution, die den Beginn des Sowjetstaates einleitete. Als Lenin starb, wurde die Stadt zu seinem Gedenken umbenannt. In der Geschichte des Krieges ragt Leningrad als Symbol für Mut und Ausdauer des russischen Volkes heraus. Tage, Wochen, Monate, Jahre widersetzte sich Leningrad der Einnahme durch Hitlers Truppen. In bitterster Winterkälte, ohne Nahrung, ohne Heizmaterial, verhungerten oder erfroren Hunderttausende von Leningradern. Doch die übrigen kämpften weiter. Während der schrecklichen Blockade, die Russen nennen sie die 900 Tage, schlossen deutsche Truppen die Stadt ein und unterbrachen alle Verbindungen. Doch die Stadt wollte sich nicht ergeben. Die heutige Folge, die Belagerung von Leningrad. Leningrad, gegründet von Peter dem Großen in den Sümpfen der Neva. Eine der schönsten Städte der Welt. Oft das Venedig des Nordens genannt. Eine außerordentliche Stadt, die in den Herzen ihrer Bürger einen besonderen Platz einnimmt. Diese Leningrader sind Erben einer einzigartigen Vergangenheit. Es sind einfache Leute, Männer, Frauen, Kinder. Wie Leute überall verlieben sie sich, heiraten, ziehen Kinder auf. Und haben ihre Träume. ...1941 zählte Leningrad über 2,5 Millionen Einwohner. Sieg oder Niederlage des Krieges sollten ebenso sehr von ihrer Stärke als vom Können der Generäle abhängen. 2,5 Millionen Leningrader. Jeder Dritte sollte sterben, verhungern, erfrieren, von Bomben und Granaten erschlagen werden. Der Tod für Hunderttausende. Für Männer, Frauen, Kinder. Innerhalb weniger Tage nach Beginn von Hitlers Angriff auf die UdSSR am 22. Juni 1941 waren Litauen, Lettland und Estland überrollt. Die Deutschen marschierten zielbewusst auf Leningrad, über 1 Million Mann stark, mit 1600 Panzern und 1000 Flugzeugen. Ihre Kampfgefährten, die Finnen, waren im Norden der Stadt ebenfalls angriffsbereit. Deutsche Panzerdivisionen stürmten in das alte Pskov und walzten alles auf ihrem Wege nieder. Die Straße nach Leningrad stand in Flammen. Die Wahrzeichen russischer Kultur und russischen Stils waren weltbekannt. In dieser Wiege russischer Gelehrsamkeit und Kunst schrieb der Dichter Puschkin. In Leningrad komponierte Mussorgsky, hier experimentierte Pawlow mit seinen Hunden an bedingten Reflexen. Die Ballerina Pawlowa tanzte klassisches Ballett vor russischen Großherzögen. Und in Leningrad änderten Lenin und die Bolschewiken 1917 die politische Struktur der Welt. ...1941. Aufgabe der deutschen Heeresgruppe Nord war es, die im Baltikum kämpfenden sowjetischen Verbände zu vernichten und dann die baltischen Häfen und Leningrad zu besetzen. Erst nach der Besetzung von Leningrad sollte Moskau eingenommen werden.
Die deutschen Leistungen in der Anfangsphase des Angriffs gaben Hitler allen Grund zur Zuversicht. Wieder einmal hatte er den Feind völlig überrascht. Das Kommando hatte Generalfeldmarschall Ritter von Leeb. Hitler sagte voraus, die russische Armee werde beim ersten Schlag eine größere Niederlage erleiden, als sie die französische Armee jemals hinnehmen musste. Leningrad sollte als erste große sowjetische Stadt fallen. Leningrad war in der langen Geschichte der Stadt noch nie angegriffen worden. Jetzt bereiteten sich die Einwohner auf seine Verteidigung vor. Schon in den allerersten Tagen des Krieges meldeten sich Hunderttausende Leningrader zum Militärdienst. Sie wurden in Einheiten der sogenannten Heimatwehr eingereiht, die dürftig ausgebildet und schlecht bewaffnet war. Noch mehr meldeten sich freiwillig, doch sie konnten in lebenswichtigen Betrieben der Kriegsindustrie nicht entbehrt werden. Zuversichtlich marschierten sie ab. Fast alle in den sicheren Tod. Sie kämpften, um Zeit zu gewinnen. Zeit zur Errichtung von Verteidigungsstellungen. In die Birkenwälder. In den Kampf. Ein erster Verteidigungsring wurde bei Luga, 200 Kilometer vor der Stadt, ausgehoben. Er sollte die Deutschen einige Wochen aufhalten. Ein zweiter Ring bei Gatschina, ungefähr 30 Kilometer vor der Stadt. Der innerste Verteidigungsgürtel, 35 Kilometer lang, erstreckte sich längs der Stadtgrenze. Die Bollwerke wurden von Männern und Frauen gebaut, von denen die meisten körperliche Arbeit nicht gewohnt waren. Viele waren in den mittleren Jahren, nicht wenige in den 60ern und 70ern. Die weißen Kopftücher der Frauen boten leichte Zielscheiben. Viele der unbewaffneten Männer und Frauen fielen bei ihrer Arbeit auf den Feldern den Tieffliegern zum Opfer. Insgesamt waren fast eine halbe Million Menschen damit beschäftigt, Verteidigungsstellungen auf einer Länge von 560 Kilometern mit 1500 Bunkern anzulegen. Die Leningrader konnten zu Fuß zur Hauptkampflinie gehen. Sie war ein bis zwei Häuserblocks von der Endstation der Straßenbahn entfernt. Die Stadt war jetzt kampfbereit. Die Leningrader sahen alles, den Himmel, die Landschaft, das Schlachtfeld. Durch die Seeschlitze ihrer Bunker. Der Sturm zog näher heran. Hitler hatte verkündet, die Stadt werde dem Erdboden gleichgemacht werden. Der Himmel dröhnte von rauschenden Motoren, zahllosen Motoren.
Die Luftangriffe auf Leningrad begannen am 6., die erste schwere Bombardierung am 8. September. In jener Nacht kamen die Deutschen in zwei Hauptwellen. Die erste Welle um 6.55 Uhr abends warf über 6.000 Brandbomben ab. Um 10.35 Uhr abends warf eine zweite Welle hochexplosive Bomben zwischen 500 und 1.000 Pfund ab. Dieser Luftangriff zerstörte die Badajoz-Lagerhäuser, das Hauptdepot der Stadt für Nahrungsmittel. Das war ein schlimmes Vorzeichen. Nahrung sollte bald noch kostbarer als Munition werden. Mit den Bomben warf die deutsche Luftwaffe Flugblätter ab. Heute bombardieren wir. Morgen begrabt ihr. Die Luftangriffe kamen bald rund um die Uhr. Einige der Bomben hatten Zeitzünder. Sie wurden mit Samthandschuhen angefasst. Aber nicht immer mit Erfolg. Hitler erklärte, der Krieg gegen Russland ist ein Krieg der Ideologien. Die Einnahme von Leningrad nimmt den Russen das Symbol ihrer Revolution. Marschall Woroschilow, Befehlshaber über die Leningrad-Armeen, verkündete aus der belagerten Stadt, Leningrad werde Hitlers Grab werden. Von Luga aus führten die Sowjets einen verzweifelten Gegenschlag. Es gelang ihnen nur kurz, den deutschen Druck nach Norden abzulenken. Doch der Stahlgürtel um Leningrad schloss sich schnell. Von Halder, Chef des Generalstabs des deutschen Heeres, machte bezeichnende Eintragungen in sein Tagebuch. Auch hier kämpft der Russe zäh und verbissen. Im Ganzen ist nunmehr klar, dass der Russe nicht an Ausweichen denkt, sondern alles, was er hat, dem deutschen Einbruch entgegenwirft. Dennoch, schloss Halder wenig später, der Russlandfeldzug sei gewonnen, wenn auch noch nicht beendet. Leningrad hielt aus, doch im September wurde die Lage verzweifelter. Die Deutschen durchbrachen die Verteidigungsstellungen, stürmten über die Eisenbahnlinie und erreichten das Ufer des Ladogasees. In einer letzten Anstrengung, Leningrad zu retten, sandte Stalin Marschall Zhukov in die belagerte Stadt. Die Situation war nahezu hoffnungslos. Zhukov arbeitete mit Andrei Schdanow zusammen, dem Vorsitzenden der Leningrader Parteiorganisation. Der Feind konnte bereits die Türme und Kuppeln von Leningrad sehen. Anfang September begann der deutsche Generalfeldmarschall von Leeb mit vollständiger Panzer- und Luftüberlegenheit seinen Angriff. Zhukov setzte weitere Reserven ein. Die Matrosen der baltischen Flotte wurden aufgerufen, um in Infanteriebataillonen zu kämpfen. Mit dem Segen einer Mutter marschierten sie zur Front. Zhukov zog eine Einsatzgruppe von 50.000 Mann zusammen und ging zum Gegenangriff über. Er befahl, halten oder sterben. Einer seiner Leute sagte zu einem Kameraden, wenn du dich zurückziehst, töte ich dich. Wenn ich mich ohne Befehl zurückziehe, bringst du mich um. Am 26. September war der deutsche Vorstoß aufgehalten, obwohl die Stadt eingeschlossen blieb. Das war der erste sowjetische Erfolg.
In Leningrad war man sich des Endsieges sicher. Doch den vollen Preis dafür sollte man erst noch kennenlernen. Der Preis war in der Tat sehr hoch. In Bronze und Stein wird noch heute daran erinnert. Am 6. September hatte Hitler erneut befohlen, Leningrad soll eingeschlossen und durch Bomber und Artillerie dem Erdboden gleichgemacht werden. Denn, sagte er, nach der Niederlage Russlands gäbe es keinen Grund mehr für Leningrads weitere Existenz. Kapitulationsangebote sollten zurückgewiesen werden. Danach befahl Hitler den Panzerverbänden von Lebs, sich von Leningrad zu lösen und zum Angriff auf Moskau nach Süden zu schwenken. Die Belagerungsgeschütze blieben zurück. Und dann kam der russische Winter. Für die Deutschen erschien er zunächst wie ein neues Abenteuer, Ferien im Schnee. Sie konnten sich noch nicht vorstellen, was es heißen sollte, in einem Winterfeldzug gegen die Rote Armee zu kämpfen. Sie setzten die Beschießung der Stadt fort. In Leningrad verstärkten weitere 60.000 Freiwillige, Männer und Frauen, die regulären Einheiten der Zivilverteidigung. Das Flakfeuer der Stadt war wirksam, der Luftalarm kam rechtzeitig. So konnten die Opfer von Bomben und Granaten verhältnismäßig niedrig gehalten werden. Der Winter hatte 1941 früh eingesetzt. Er sollte streng werden. Zur Leningrads Heimsuchung trug er erheblich bei. Im Dezember fiel das Straßenbahnsystem aus. Für die Leningrader stand in jenen bitteren Tagen von 1941 alles auf dem Spiel. Leben, Ehre, Glück. Sie und die von ihnen geliebte Stadt würde man danach beurteilen, wie sie auf die tödliche Bedrohung antworteten. Die Hauptwasserrohre der Stadt waren eingefroren. In den Wohnungen platzten die Leitungen. Wasser musste aus Löchern geholt werden, die man in das Eis der Neva geschlagen hatte. Der Verkehr kam völlig zum Stillstand. In der Eiseskälte ihrer Wohnungen verbrannten die Leningrader nach und nach ihre Möbel und ihre Bücher. Brennholz war fast so kostbar wie das Leben selbst. Und dann kam die Hungersnot.
Bei Winterbeginn waren die Zuteilungen bereits 5-mal gekürzt worden. Bis auf Rationen, die nur noch zum Verhungern reichten. Unter der Blockade hatte Leningrad kaum genug an Nahrungsmitteln, um das Leben aufrechtzuerhalten. Brot wurde aus Zellulose und dem Staub aus Mühlen gebacken, versetzt mit Baumwollkuchen, bitter wie Chinin. Die Ration war 2 Scheiben am Tag, 100 Gramm. Sie kneteten ein Gebäck aus Tischlerleim und backten es in Terpentin oder Farbe. Menschen waren so weit, die Tapeten von den Wänden zu kratzen, um den Leim zu essen. Die Soldaten boten an, ihre eigenen Rationen zu kürzen, um den Zivilisten zu helfen, aber das war unmöglich. Die Soldaten brauchten ihre Energien für den Kampf. Der Verlust einer Lebensmittelkarte war so gut wie der Tod. Im November gab es die ersten Hungertoten. Bis zum Ende der Belagerung sollten es über 600.000 werden. Selbst der Tod hielt in Leningrad eine gewisse Ordnung ein. Die Alten gingen zuerst, ohne Aufsehen. Männer starben vor Frauen, dann junge Leute. Der Tod konnte jederzeit und überall kommen. Selbst zu Kindern. Sie gingen, bevor sie überhaupt eine Chance zu leben gehabt hatten. Die Geburtenrate fiel auf den Nullpunkt. Menschen ließen sich auf der Straße fallen und starben, wo sie gerade lagen. Für die noch Lebenden waren ihre Leichen ein Zeichen, dass sie selbst die Nächsten sein konnten. Selbst solche, die versuchten, ihre eigenen Toten zu den Friedhöfen zu schleppen, starben unterwegs. Die Überlebenden kämpften weiter. Der Druck der Deutschen ließ nicht nach. Die Temperaturen fielen. Am 15. November erreichten sie minus 20 Grad Celsius. Als sich der Winter hinzog, schien es, als ob selbst die kümmerliche Brotration ausfallen würde. Dieser Frau, die sich erinnert, wie es war, machte das nichts aus. Ich kam herein und sagte, Vater, ich will meine Brotration nicht essen. Wenn ich am Leben bleibe, will ich unseren Nachkommen zeigen, was für Brot wir während der Belagerung essen mussten. Mein Vater sagte, du wirst sterben. Ich sagte, wenn ich esse, würde ich auch sterben. Und wenn ich nicht esse, würde ich vielleicht doch am Leben bleiben. Es war so schrecklich, deshalb wollte ich das Brot behalten, damit die Kinder es sehen konnten, um zu wissen, wie wir lebten. Man kann sich heute nur schwer vorstellen, was wir während der Blockade aushalten mussten, um zu überleben. Trotz der entbehrungsreichen Lage stellten die meisten Fabriken in Leningrad weiter Munition her. Ein Betriebsleiter erinnert sich. Wenn man an damals denkt, ist man vor allem erstaunt über den festen Glauben der Leute an ihren Sieg. Wissen Sie, es schien damals, als alles so hart war, gar keinen Grund für diesen Glauben zu geben. Nehmen Sie zum Beispiel die Evakuierung. Sie war ein noch viel größeres Problem als das, Nachschub an die Front zu bekommen. Die Leute konnten nicht überzeugt werden, die Stadt zu verlassen. Sie sagten, wir werden gewinnen, wir werden den Feind bald schlagen, ich gehe nirgendwo hin. Ich erinnere mich immer noch an einen Vorarbeiter. Er sagte, ich weiß, dass ich in 3 oder 4 Tagen sterben muss. Ich sagte, warum solltest du tot sein? Aber es war so. 3 oder 4 Tage später starb er. Diese erschöpften Menschen spürten den Augenblick, wo ihre Widerstandskraft völlig nachlassen würde. In jenen Tagen brauchte man mehr Mut zum Leben als zum Sterben.
Trotz Hunger und Kälte arbeiteten die Menschen in langen Schichten, 16, 20 Stunden. So heißt es in der Geschichte Leningrads, nachts erleuchteten das gelegentliche Aufflackern von Feuer und der rote Blitz explodierender Artilleriegranaten die Dunkelheit der riesigen Fabriken. Doch die Leningrader schienen einen unzerstörbaren Willen zum Überleben zu haben. Leningrad hat keine Angst vor dem Tod, sagten sie. Der Tod hat Angst vor Leningrad. Es war mehr als Zähigkeit, mehr als Entschlossenheit. Es war eine ruhige, unerschütterbare Hingabe, die bis zum Tode dauerte. Zum Tod, der fast alle von diesen hinwegnahm. Die Stadt lag im Sterben, doch die Leningrader wollten es noch nicht wahrhaben. Sie hatten kaum Nahrung, kaum Licht, kaum Wärme. Aber sie führten sogar ihr kulturelles Leben weiter. Der berühmte Architekt Alexander Nikolsky schrieb in sein Tagebuch: Besser sterben als kapitulieren. Ich bin zuversichtlich, dass die Belagerung aufgehoben werden wird. Er entwarf einen Triumphbogen zur Feier des, wie er glaubte, Unausweichlichen. Dmitri Schostakowitsch beendete seine 7. Symphonie. Er nannte sie die Leningrader Symphonie. Sie sollte in der beschädigten Konzerthalle der Philharmonie uraufgeführt werden, während draußen noch deutsche Granaten barsten. Besucher kamen von der Front zu diesem Ereignis. Eine Generation später versammelten sich die Überlebenden des gleichen Orchesters, um das gleiche Meisterwerk vor den ursprünglichen Zuhörern aufzuführen. Nur Überlebende des Krieges waren dabei. Einer von denen, die noch lebten, war der Dirigent Elias Berg. Aus dem ganzen Land mit allen verfügbaren Mitteln kamen Vorräte. Doch sie waren wie ein Rinnsal. Zu viele Münder mussten gefüttert werden. Aus Dörfern außerhalb der eingeschlossenen Stadt, tief hinter den deutschen Stellungen, brachten Partisanen unter Lebensgefahr Nahrung, obwohl sie selbst dem Verhungern nahe waren. Aber der Winter eröffnete unerwartet einen Weg zur Rettung. Der Ladogasee im Norden Leningrads war nach einer Seite hin offen. Die Frage war, würde der See fest genug gefrieren, um die Lastwagen auszuhalten? Das Eis hielt. Wagenkolonnen brachten Nahrungsmittel herein und Menschen heraus. Die Leningrader nannten den See die Straße des Lebens. Aber Kolonnen von 3 Tagen waren notwendig, um Leningrad für einen einzigen Tag zu versorgen.
Anfang Januar 1942 stand das Überleben Leningrads noch immer auf des Messers Schneide. Noch nie war die Stadt dem Hungertod so nahe gewesen. Es war die schrecklichste Phase der Belagerung. Aber das, was an Hilfsgütern hereinkam, rettete vielen das Leben. Die Lastwagen fuhren, solange sie konnten, solange das Eis während des Tauwetters hielt. Einige Lastwagen verschwanden in Granattrichtern, die sie nicht rechtzeitig sehen konnten. Das Frühjahr 1942 brachte neue Hoffnungen, doch die Erinnerungen löschte es nicht aus. Die Stadt begann sich zu rühren. Es war keine Wiedergeburt, nur eine Wiederbestätigung des Lebens. Die Leute waren aus Nahrungsmangel sehr geschwächt. Einige waren so hinfällig, dass ihre Körper die Nahrung, die man ihnen gab, nicht mehr annehmen konnten. Sie starben vom Essen. Aber die Leningrader nahmen die Berge von Schutt in Angriff. Die Straßenbahnen gelangten wieder auf ihre Schienen. In einer Hinsicht hatte die Stadt Glück gehabt. Trotz der Auswirkungen der Hungersnot hatte es keine Epidemien gegeben, wie jeder befürchtet hatte. Es war, als ob die Leute es sich einfach nicht leisten wollten, krank zu werden. Als der Frühling einsetzte, verstärkten die verhungernden Menschen ihren Kampf ums Überleben. Auf dem Ladogasee erschienen Frachter. Auf dem Grund des Sees wurde eine Pipeline verlegt, um Öl einzubringen. Motorboote schleppten gefüllte Brennstofftanks herein. Auf den Plätzen der Stadt sprossen Gemüsegärten. Jedes verfügbare Fleckchen Erde wurde bepflanzt, selbst ganz in der Nähe der Front. Goebbels hatte vorausgesagt, Leningrad ist dazu verurteilt, zu verhungern. Aber die Leute hatten seine Prophezeiung nicht gehört. Mehr als ein Jahr war vergangen und Leningrad lebte noch immer. Die deutsche Wehrmacht sah sich einem zweiten Winter in den Wäldern außerhalb der Stadt gegenüber. Es sollte nicht ihr letzter sein. Wieder Weihnachten. Und wieder Winter, um Geschenke für weit entfernte Kinder zu basteln. In den Städten in Deutschland empfingen die Kinder ihre Weihnachtsgaben von liebenden Vätern, an die sie sich kaum noch erinnern konnten. Dieselben Väter, die auf die Kinder Leningrads feuerten. Die Weihnachtsfeiern in Leningrad wurden in bombensicheren Schutzräumen abgehalten. Jedes Kind erhielt ein Geschenk, ein kümmerliches Stückchen Schwarzbrot. Thank you.
Die Kinder in Deutschland. Und in Russland. Die Erben des Ausgangs dieses titanischen Kampfes. Für die Existenz eines Kindes in Leningrad gab es nur das Allerdürftigste. So weit wie möglich hielt man die Kinder an eine gewohnte Tagesordnung. Zeit zum Spielen. Zeit für die Schule in einem Schutzraum. Die Kinder Leningrads wurden mit dem Tod vertraut, bevor sie die Süße des Lebens kennenlernen konnten. In Leningrad entdeckten schon Kinder, was es hieß, eine Mutter oder einen Vater zu begraben. Die Kinder waren die ersten, die unter Beschuss über den Ladoga-See evakuiert wurden. Diese Frau war Augenzeugin. Als wir näher kamen, sahen wir die weißen Dinger treiben. Es waren kleine, weiße Mützen, die Mützen der Kinder. Und sie trieben weiter, viele von ihnen. Eine Frau sagte, die Kinder, die Evakuierten, die Kinder, alle regten sich furchtbar auf. Der deutsche Pilot, er wusste, auf wen er seine Bomben warf, auf Frauen und Kinder. Eine Frau brach in Tränen aus. Sie war fast außer sich. Dann wurde sie ohnmächtig. Ihre Tochter war auf diesem Schiff. Den Erwachsenen brach es das Herz. Es war das erste Mal, dass ich weinte, als ich all die kleinen weißen Mützen auf der Neva treiben sah. Eines der Kinder, Tanja Savisheva, führte während der Belagerung ein Tagebuch. Zenja starb am 28. Dezember 1941 um 12.30 Uhr. Großmutter starb am 25. Januar um 3 Uhr nachmittags. Onkel Wasja starb am 13. April 1942 um 2 Uhr morgens. Leka starb am 17. März 1942 um 5 Uhr morgens. Onkel Escher am 10. Mai 1942 um 4 Uhr nachmittags. Mama am 13. Mai 1942 um 7.30 Uhr morgens. Die Savischews starben, alle. Nur Tanja lebte noch. Und dann starb auch Tanja.
Die Erinnerungen lässt man in Leningrad auch heute noch nicht sterben. Dies ist der Peskarow-Friedhof. Es ist ruhig hier, berichtet Burt Lancaster. Trotz der Besucher eine angemessene Ruhe. Denn hier sind 600.000 Menschen beerdigt, vielleicht sogar noch mehr. Insgesamt mag die Belagerung von Leningrad 1 Million Opfer gefordert haben, die meisten verhungerten. Heute lässt sich in Leningrad kaum jemand, kaum eine Familie finden, die nicht während der 900 Tage Angehörige verloren hätte. Und die Überlebenden werden die Tragödie nie vergessen. Kein Unglück, das je eine Stadt befiel, übersteigt den Umfang, das Ausmaß des Leidens jener 900 Tage. Mama, ich gebe das Brot zurück, das du mir gabst. Die Mütter rufen sich in Erinnerung, wen sie verloren. Die Jungen, die Unschuldigen, die Tapferen. Anfang 1943 ließ der Wirbelsturm nach. Hitler hatte andere Städte in Tagen, andere Länder in Wochen erobert. Leningrad hatte ihm widerstanden, unbesiegbar. Die Sowjets schlugen zurück. Einige von Hitlers Soldaten erreichten schließlich Leningrad, aber nicht als Eroberer. Die erste größere sowjetische Offensive warf fast 200.000 Mann an zwei Fronten gegen die Deutschen in ihren Verteidigungsstellungen aus Beton und Stahl, 3 Stockwerke tief unter dem Erdboden. Als sich die russischen Zangen trafen, hatten sie einen Korridor zur Außenwelt aufgestoßen. Leningrad war keine Insel mehr. Leningrad hatte eine Feuerprobe überstanden, die 6 Monate vor dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor begann und sich bis 6 Monate vor der Invasion in der Normandie hinzog. Die Belagerung von 900 Tagen, die längste, die eine heutige Stadt je erdulden musste, war beendet. Die Deutschen hatten Hunderttausende Leningrader obdachlos hinterlassen, 526 Schulen zerstört, 101 Museen, 71 Brücken, 1000 Fabriken, Sachschaden in Milliardenhöhe angerichtet. Und 1 Million Menschen den Tod gebracht. Die Leningrader Dichterin Olga Bergolz schrieb: Vom Ort des Todes und der Asche wird wieder erstehen der Garten. Ich glaube fest an Wunder. Du gabst mir diesen Glauben, mein Leningrad. Doch während sie ihre Erlösung genossen, sollte um Leningrad noch über ein Jahr gekämpft werden. Und noch weit länger. Bis zum Ende des Krieges.
Landtag wurde über unsere Stadt überlegt, als Einleitung zu unserer Stadtumfahrt. Ich habe schon Ihnen gestern gesagt, dass Leningrad die 12 Uhr